Das Böse geschieht nur im Märchen. Das möchten wir gern glauben. Wenn es in der Realität passiert, wenn es uns passiert, sind wir fassungslos. Experten machen sich daran, Spuren zu suchen. Doch kann man das Böse fassen? Kann man es dingfest machen? Die einen suchen nach den Tätern, die anderen danach, was sie zu Tätern macht. Können Sie uns das Gesicht des Bösen zeigen? Hat das Böse überhaupt ein Gesicht? Wie wichtig sind Ihnen die Gefühle der anderen? Warum ist Ihnen das Gefühl der Macht so wichtig? Ist es aufregend für Sie, wenn Sie Ihr Opfer zum Leiden bringen? Was glauben Sie, ging in Ihrem Opfer während der Tat vor? Justizvollzugsanstalt Straubing, eines der meistgesicherten Gefängnisse Deutschlands. Mehr als 800 Straftäter sitzen hier ein. Hier zumindest scheint das Böse unter Kontrolle. Doch genau hinter diesen Mauern passiert am 7. April 2009 das Unvorstellbare. Die Leiterin der sozialpsychiatrischen Abteilung wird von einem Häftling als Geisel genommen, 7 Stunden lang mit dem Tod bedroht und mehrfach vergewaltigt. Susanne Preuska arbeitet heute nicht mehr hier. Sie wusste, dass ihr Geiselnehmer vorher eine andere Frau umgebracht hatte. Und sie wusste auch wie. Der Mann war seit mehreren Jahren ihr Patient. Mir war klar, ich darf nicht schreien. Ich darf nicht laut werden. Ich darf nichts tun, was ihn irgendwie nervös macht. Also ich entsinne mich, als er mich angegriffen hatte, es war eine unglaubliche Fassungslosigkeit. Es war unglaublich. Also ich hatte ja vorhin gesagt, also wir haben den gutachterlich begucken lassen, ich habe ihn testpsychologisch untersucht. Und wie gesagt, es gibt immer so ein Restrisiko, ne? Aber bei dem hätte ich das Restrisiko wirklich sehr, sehr gering eingeschätzt. Wenn Sie dieses Restrisiko dann plötzlich in Form eines Messers am Hals haben, dann, natürlich habe ich mich gefragt, was bist du für eine Psychologin, warum hast du das nicht gesehen? Ihr altes Leben ist für Susanne Preuska vorbei. Sie gibt ihren Beruf auf und zieht in eine andere Stadt. Plötzlich war dieser Mensch, der das stationseigene Aquarium mit Liebe versorgt hat, der Käsekuchen gebacken hat und wie gesagt, bei allen Schwierigkeiten, die er sicherlich so persönlichkeitsmäßig hatte, immer ansprechbar war. Plötzlich stand er da mit dem Messer, ja, und plötzlich hatte er überhaupt keine Probleme, mich mit diesem Messer zu verletzen. Drohte mir, den Mund mit Sekundenkleber zu verkleben und die Augen auch gleich und ja, und der mir mal erzählt hat, auch so Tiergeschichten hat er ganz oft erzählt, ne, wie er sehr seinen Schäferhund geliebt hat und ach, was weiß ich. Und
der stand da plötzlich. Ich habe es vor Gericht so ausgedrückt, weil es war und weil ich es so erlebt habe und war bereit, mich zu seiner Mutter zu machen und mich zur Not umzubringen, wenn ich nicht spure. Das war halt, das war nicht der, den ich kannte oder zu kennen glaubte, sagen wir es mal so. Was ist mit solchen Menschen los? Was verbirgt sich in ihrem Inneren? Wie kann man sie erkennen? Kann man sie erkennen? Schon lange haben Wissenschaftler versucht, dem Bösen auf die Spur zu kommen. Sie wollten in das Gehirn eindringen, um es zu verstehen, doch die Technik war noch nicht so weit. Ende des 19. Jahrhunderts versuchte der italienische Arzt Cesare Lombroso, anhand von äußeren Merkmalen wie der Gesichtsform bestimmte Verbrechertypen zu bestimmen. Eine Sammlung von Totenmasken entstand. Unter Berufung auf ihn führten die Nationalsozialisten später Zwangssterilisationen durch. Was das Böse ist, ist immer eine Frage der Definition. Mit dem Aufkommen der Fotografie versuchte auch der Mitbegründer der Vererbungslehre, der Brite Francis Galton, das Gesicht des Bösen zu erfassen. Dazu fotografierte er verschiedene Straftäter und projizierte die Bilder übereinander. So wollte er das typische Verbrechergesicht bestimmen. Zum Beispiel den Mörder. Eins verbindet all diese Versuche. Man wollte das Böse erkennen, um es aus der Gesellschaft ausschließen zu können. Doch so einfach ist es nicht. Die beiden kanadischen Wissenschaftler Stephen Porter und Michael Woodworth haben schon zahlreiche Gutachten über Gewalttäter verfasst. Auch wurden sie von der Polizei als Berater bei besonders schwierigen Ermittlungen herangezogen. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit einem ganz bestimmten Typ von Straftätern, der besonders schwer zu erkennen ist, den sogenannten Psychopathen. Der Begriff wurde in den USA geprägt. Er bezeichnet eine kleine Gruppe hochkrimineller Straftäter mit besonders hohem Rückfallrisiko. Well, a psychopath in some ways. Man denkt, man könnte einen Psychopathen ganz leicht erkennen. Sie haben viele Probleme und können keine emotionalen Beziehungen eingehen, so wie wir. Das Interessante ist, dass Psychopathen diese Probleme sehr clever verstecken können. Sie präsentieren sich wie Sie oder ich, können sehr gesellig und charmant sein. Wenn Sie es wollen, werden Sie in der Gesellschaft nicht entdeckt. Psychopathen sind ohne Mitgefühl. Das macht sie für uns so unfassbar. Wenn du jede äußere Mimik wegnimmst, findest du eine Seele so kalt wie Stein. Ein Beispiel bewegt mich besonders. Ich habe im Gefängnis mit einem Typ namens Kyle gearbeitet. Ich hatte ihn einmal pro Woche in Therapie. Das sollte ein Jahr dauern. Kyle verbüßte eine sehr lange Strafe wegen Kindesmissbrauch und dem Mord an einem Kind. Die ersten Monate lief alles extrem gut. Er machte seine Hausaufgaben, entwickelte Mitgefühl für sein Opfer. Wenn ich ein Gutachten hätte schreiben müssen, wäre es großartig ausgefallen. The warden came to my office one day and he said. Eines Tages kam ein Wärter in mein Büro. Man hatte Kyles Zelle durchsucht und dabei sein Tagebuch gefunden.
Vom Beginn bis zum Ende der Therapie waren seine sexuellen Fantasien nicht weniger stark geworden, sondern im Gegenteil, schlimmer und schlimmer. Am Ende meiner Therapie träumte er nicht nur davon, Kinder zu missbrauchen, sondern sie abzuschlachten. Das war nicht gerade der therapeutische Erfolg, den ich mir erhofft hatte. Es macht mehr Spaß, diesen Idioten zu verarschen, als ich gedacht habe. Ich kann's gar nicht erwarten. Ich soll mich in das Opfer hineinversetzen, um ihren Schmerz nachzuempfinden. Autsch. Lügen ist die beste Droge, die ich kenne. Es zeigt, wie einfach es ist, Autoritäten zu verarschen. Heute habe ich es geschafft zu weinen. Und der Idiot gab mir ein Taschentuch. Dieses ganze Gerede um die heißen kleinen Fotzen lässt mich vor Freude weinen. Kann sich der Mensch entscheiden, gut oder schlecht zu sein? Und was geht in seinem Gehirn dabei vor? Am Bremer Institut für Hirnforschung will man diese Fragen beantworten. Mithilfe der Magnetresonanztomographie kann man heute in das Gehirn eines Menschen blicken, ohne es aufzuschneiden. Alles klar, dann geht's jetzt los. Wir kennen das Verfahren aus der Diagnose von Tumoren, aber es lassen sich damit auch komplexe Vorgänge im Hirn abbilden. Der Hirnforscher Gerhard Roth und seine Kollegin Juliana Wiechert spielen dem Probanden in der Röhre dazu Videos aus der Ich-Perspektive vor. Das Gehirn reagiert auf diese direkten Reize, ob es will oder nicht. Diese Reaktion wiederum lässt sich am Bildschirm sichtbar machen. Wie reagiert jemand auf Gewalt, die von ihm selbst ausgeht? Das ist die Frage. Die Hoffnung ist, dann die Zentren im Gehirn aktiviert zu sehen, die mit Gewalt zu tun haben. Und das vergleicht man dann mit Szenen, die nicht mit Gewalt zu tun haben. Man misst also immer eine Gewaltaktivierung versus eine neutrale oder positive Aktivierung. Wir justieren jetzt einfach das Gerät ein bisschen. Alle Menschen sind von Natur aus, von Genen her, etwas weniger aggressiv oder aggressiver. Und die Unterschiede sind schon in der Normalbevölkerung da. Und dann gucken wir, ob die Personen, die nun eine Gewaltgeschichte haben, also kriminell oder sogar schwerkriminell sind, ob und inwieweit die abweichen von dieser Normalsituation. Schicht für Schicht scannt und berechnet der Computer mögliche Aktivitäten in allen Teilen des Gehirns. Das sind Auswertungsbilder, also hier sind dann schon farbige Flecke für Stellen, die besonders aktiviert wurden. Jetzt kann man hier Zentren im Gehirn zeigen, die für Gefühle, aber auch für negative Gefühle, für gewalttätige Gefühle zuständig sind. Dieser Teil hier, den wir hier sehen, der ist besonders interessant. Das ist der sogenannte insuläre Kortex. Man sieht das auch hier, diese tiefe Einsenkung. Und mit diesem insulären Kortex nehmen wir an uns selber Schmerzen wahr, wenn wir zum Beispiel verletzt sind. Aber beim Menschen ist dieser insuläre Kortex auch der Ort, mit dem wir Mitleid und Empathie empfinden. Und wenn wir hohe Empathie haben, dann haben wir hier hohe Aktivierung. Und wenn wir aber eine Person haben, die mitleidlos und reuelos schlimme Dinge tut, dann haben wir keine Aktivierung. Man kriegt deutliche Unterschiede zwischen Normalpersonen, wie wir es sind, hoffentlich, und denen, die zum Beispiel vom Gericht zu uns geschickt werden, die im Intensivstraftäter mit 18 Jahren sind. Aber da muss man eben klassifizieren zwischen denen, die sich sehr aufregen, die sich sehr provozieren lassen und denen, die sich überhaupt nicht provozieren lassen, sondern ohne Gefühle zuschlagen.
In der forensischen Psychiatrie am Bezirksklinikum Regensburg forscht die Neurowissenschaftlerin Hedwig Eisenbart. Auch sie interessiert besonders das Phänomen der Psychopathie. Hier arbeitet sie mit einer Testperson. Ihre Methoden unterscheiden sich von denen der Bremer Kollegen. Und jetzt erscheinen Bilder einfach in den vier Ecken von dem Bildschirm, die Sie sich bitte einfach ansehen. Und Sie müssen nichts weiter tun. Dann geht's jetzt los. Hirnströme sind ihr zu langsam. Sie untersucht zum Beispiel Augenbewegungen mithilfe des sogenannten Eye-Tracking, einer Methode aus der Marktforschung. Uns interessiert, wo Menschen, wenn sie ein plötzlich auftauchendes Gesicht sehen, zuerst hinsehen. Ob sie zuerst in die Augen, auf den Mund gucken, das wissen wir, dass das gesunde Menschen machen. Und wir wollen jetzt eben sehen, machen das psychopathische Menschen auch? Haben sie auch ein ähnliches Blickmuster, wenn sie sich Gesichter ansehen? Und zwar Gesichter verschiedener emotionaler Qualitäten, also ein trauriges Gesicht, ein neutrales oder auch ein glückliches Gesicht. Wir wissen, dass Psychopathen gerade sich sehr gut darstellen können und sehr gut damit arbeiten können, wie sie wirken und das auch bewusst einsetzen. Und deswegen interessieren uns Prozesse, die wirklich ganz schnell, direkt nachdem ein Reiz präsentiert wird, passieren. Und das ist gerade natürlich was, was man mit dem Eye-Tracking ganz gut abgreifen kann, weil das diese ersten Aufmerksamkeitsprozesse, diese unwillkürlichen Augenbewegungen zum Beispiel, direkt hin auf einen Reiz ganz gut messen kann. Nicht nur, wo genau die Testperson hinschaut, auf die Augen oder eher auf den Mund, kann man sehen, sondern die gelb-roten Markierungen zeigen auch, wo sie besonders lang und intensiv hinblickt. Solche Reaktionen, die im Bruchteil von Sekunden passieren, werden von den tiefen Schichten unseres Hirns gesteuert, ohne dass wir es bewusst kontrollieren können. Psychopathen reagieren, so die These, anders. Das, was im normalen Menschen passiert, dass man, wenn man ein trauriges Gesicht sieht oder ein ärgerliches, dass man da sofort hinguckt und da in die Augen guckt und es überprüft, ist da jemand gerade traurig, ärgerlich, das ist wichtig für mein Verhalten, das passiert da langsamer, weil, und das ist halt so die, sozusagen die zugrunde liegende Hypothese, die Areale im Gehirn, die dafür zuständig sind, tatsächlich in ihrer Funktion eingeschränkt sind. Und dadurch können diese schnellen Aufmerksamkeitslenkungen nicht passieren. Um diese These zu belegen, setzt man in Regensburg Fotografien ein. Zuvor wurde in Studien getestet, ob eine deutliche Mehrheit die Bilder als positive oder negative Darstellungen erkennt. Kleinste Muskelzuckungen und Hautreize werden gemessen. Jede Abweichung vom sogenannten Normalverhalten registriert. Aber woher kommen diese Abweichungen? Und wann beginnen sie? Wovon wir schon ausgehen, ist, dass es nicht irgendwas ist, was irgendwie mit einer Tat, das heißt mit 20, 30 Jahren plötzlich anfängt, wie irgendeine andere psychische Erkrankung, sondern dass es eher was ist, was man wirklich früh entwickelt. Gerhard Roth greift zu ungewöhnlichen Mitteln, um die Entwicklungen des Hirns nachvollziehen zu können. Er füttert Frösche mit Bienen. Die Frösche werden gestochen und so durch eine negative Erfahrung geprägt. Anschließend untersucht er Veränderungen in ihren Gehirnen und leitet daraus seine Thesen zur menschlichen Konditionierung ab. Ich kann das Gehirn rausnehmen und kann dann Zelle für Zelle untersuchen und so kriege ich eine Idee, was passiert, wenn ein Tier oder ein Mensch negativ konditioniert wird. Es gilt auch für Psychopathen, dass sie in ihrer frühen Kindheit und ihrer Jugend ganz besonders schlimme Dinge erlebt haben und sie sind daraufhin nicht hypersensibel für böse Dinge und schlimme Dinge geworden, sondern sind unsensibel geworden. Wahrscheinlich, weil das, was sie erlebt haben, so furchtbar schlimm war, dass sie überreagieren und davon gar nichts mehr wissen wollen. Aber warum soll das Auswirkungen auf das Gehirn haben? Da gibt es zwei fundamental neue Einsichten. Einmal, dass kriminelles Verhalten, wenn wir uns mal darauf konzentrieren, nicht wesentlich genetisch bedingt ist, sondern vielmehr von Umwelteinflüssen. Also man würde sagen, ein Drittel genetisch, zwei Drittel Umwelt. Aber diese Umwelteinflüsse
verformen das Gehirn und auch in sehr früher Jugend. Und wenn nichts dagegen getan wird, dann verfestigt sich das so mit 4, 5, 6, 7 Jahren, ob es genetisch bedingt wäre. Das hat man früher nicht kapiert. Zwischen den Theorien, die die Sozialisation für kriminelles Verhalten verantwortlich machen, und den Ideen der Hirnforscher gäbe es danach keinen Widerspruch. Das Gehirn reagiert auf jede Erfahrung. Je früher, desto stärker. Man muss fragen, können die etwas für ihre gewalttätige Persönlichkeit? Und da ist die Antwort nein. Sie können nichts für ihre Gene, sie können nichts für ihre Traumatisierung, sie können nichts dafür, dass sie mit 7 oder 10 schon gewalttätig sind. Können sie nicht. Wenn ich sage, die waren willensfrei, die haben sich freiwillig für das Böse entschieden, kann ich sagen, dann müssen sie eben bestraft werden. Wenn ich sage, Schuld in dem Sinne gibt es nicht, dann heißt, muss ich rauskriegen, woran lag es denn? Und was muss die Gesellschaft ändern? Und das liegt bei den meisten Gewalttätern völlig klar da, wo das Übel beginnt. Da muss man an, nämlich in früher Kindheit. Ganz eindeutig. Auch die berechnenden, kaltplanenden Täter sollen ohne Schuld sein? Viele sehen das nicht ein. Die Gesellschaft will Strafe und Schutz. Forensische Psychiatrie Lippstadt. Hier sind jene untergebracht, die vor Gericht als nicht schuldfähig gelten. Eingesperrt, oft länger als im normalen Strafvollzug, sind sie jedoch genauso wie jeder andere Gefangene. Nala Saimé ist Psychiaterin und ärztliche Direktorin der Klinik. Sie hat täglich mit Vergewaltigern und Mördern zu tun. Die Diskussion im Rechtsstaat ist die der Normensetzung. Und da ist es egal, ob ich was dafür kann oder nicht kann, sondern der Rechtsstaat sagt, bestimmte Dinge darfst du tun, bestimmte Dinge musst du lassen. Und er geht davon aus, dass wenn ich bestimmte Dinge im Alltag tun kann, die sozial konform oder zumindest nicht schädlich sind, dann bin ich auch in der Lage, bestimmte Dinge potenziell zu lassen, die sozial nicht konform oder schädlich sind. Herr Müller, danke zum Gespräch. Herr Müller, der Name ist ein Pseudonym, ist zum zweiten Mal straffällig geworden. Nala Saimé hat seine Akte studiert. Sie wird ihn mehrfach über Stunden befragen, um ein Gutachten über ihn zu erstellen. Herr Müller hat eine Frau vergewaltigt. Um in seinen Kopf zu schauen, hat Dr. Saimé keinen Hirnscan zur Verfügung. Nur ihre Erfahrung. Ja, Herr Müller, guten Tag. Saimé ist mein Name. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, es geht heute um die Begutachtung zur Frage der Schuldfähigkeit. Der Anwalt hat mit Ihnen gesprochen. Es geht um die Frage, ob bei Ihnen eine psychische Störung vorliegt, die die Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt vermindern könnte. Wie waren Sie denn als Kind so für die Erziehung der Eltern? Waren Sie eher ein bisschen widerspenstig oder gehorsam oder viel Mist gemacht, Streiche gespielt? Wie waren Sie so? Also ich glaube, ich war schon, also als Kleinkind noch, war ich ziemlich ruhig. Und da waren die Eltern ziemlich zufrieden mit mir. Und also je älter ich wurde, desto aufmüpfiger wurde ich. Also rebellisch, antiautoritär. Wie wurde das dann sanktioniert? Ja, hat es Prügel gegeben. Mit dem Gürtel. Von wem? Also meistens vom Vater. Meine Mutter hat das nicht so gerne gemacht. Von der Mutter gab es auch Prügel, aber eher seltener. Und wie haben Sie auf diese Strafen dann reagiert? Also es war am Anfang ja schon ziemlich verletzend, weil immer der Nebensatz kam, ich habe dich lieb, aber ich muss das jetzt tun. Und das habe ich nie so wirklich verstanden.
Und irgendwann war es mir egal. Also irgendwann habe ich dann nur noch gegrinst. Und, Aber eine Konsequenz daraus zu sagen, jetzt halte ich mich an Regeln, weil ich damit auch die Eltern irgendwie verletze? Haben Absolut auch nicht. Nicht. Also ich habe das ja dann doch eher provoziert. Ja. Gut, dann kam es zur ersten Straftat, die abgeurteilt wurde. Das war die erste Vergewaltigung, die Sie begangen haben. Ja. Sie haben sich lange in der Wohnung aufgehalten. Mhm. Ja. Wie ging es da weiter? Also, nachdem der Frau dann bewusst wurde, dass ich das ernst meine, ich habe auch öfter dann gedroht und gesagt, dass ich jetzt mit ihr schlafen will. Und dass ich sie, wenn sie nicht das macht, was ich sage, absteche. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dass sie sich ausziehen soll. Das hat sie dann auch nach mehreren Drohungen gemacht. Dann habe ich ihr gesagt, dass sie sich hinknien soll. Und dann bin ich von hinten in sie eingedrungen. War das so, wie Sie sich das vorgestellt haben, wie es ablaufen sollte? Also, es ging schon, es hatte schon ziemlich viel mit meinen Fantasien vorher zu tun, ja. Sind auch zum Orgasmus gekommen? Ja. Und die Fantasien, was war der Inhalt der Fantasien? In den Fantasien war es so, dass dass ich ständig die Macht hatte über die Frau. Muss das Opfer Schmerz haben? Muss das leiden? Körperlich leiden? Körperlich eher nicht. Also für mich war es wichtiger, dass das psychische Schmerz sozusagen da ist, dass sie fühlt, dass sie keine Kontrolle mehr hat. Man wird Herrn Müller nicht therapieren können dahingehend, dass er sagt, vergewaltigen ist ja ganz schrecklich, das macht keinen Spaß, sondern das wird in seiner Vorstellung immer reizvoll bleiben. Was man aber machen kann therapeutisch ist, dass, sofern er einen Leidensdruck hat, dass er lernt, diese Fantasien ganz radikal selbst zu kontrollieren, so wie ein Alkoholiker eben auch kontrollieren muss, dass er nicht mehr trinkt. Das bleibt eine Gefahr. Mir hat ein Patient mal gesagt, ich habe mit meinem Delikt, es ging um ein schweres Gewaltdelikt an einem Kind, hinter einen Vorhang geguckt, hinter den Sie nicht gucken werden. Dass man dann in eine Welt oder dass der Täter auch selbst in eine Innenwelt schaut und mit einer Sache befasst ist, die so außerhalb der normalen bürgerlichen Lebenswelten ist, dass das sozusagen auch nicht mehr auslöschbar ist. Ostkongo, im Herzen von Afrika. Eine Welt hinter dem Vorhang. Von Europa aus gesehen. Wer es sich leisten kann, fährt mit einer Eskorte. Der Ostkongo ist seit Jahrzehnten Kampfgebiet. Thomas Elbert ist Neuropsychologe. Seinen Schreibtisch an der Universität Konstanz hat er verlassen. Er forscht seit Jahren zur menschlichen Tötungsbereitschaft. Wir wollen verstehen, warum diese Kämpfe hier so grausam, so brutal sind und so zerstörerisch. Es gibt viele irreguläre Einheiten, einfach durch die gegenziehende, mordende, brandschatzende Banden, die schrecklichste Vergewaltigungen auch und schrecklichste Folter der Bevölkerung zufügen. Aus Ruanda geflohene Hutus kämpfen gegen Tutsi-Milizen. Bürgerwehren gegen die kongolesische Armee, alle gegen alle und um den Zugang zu den reichen Bodenschätzen des Landes. Waffen und Geld fließen reichlich aus dem Ausland.
Besonders erschreckend ist der hohe Anteil an Kindersoldaten. Uns hat interessiert, was geht in diesen Kindern vor? Wie wird dieses Kind zu einem Mörder, nicht nur zu einem Kämpfer, zu einer Tötungsmaschine gemacht? Und es ist nicht nur aus einer Not heraus, aus Verteidigung heraus, es macht ihm auch Spaß, andere platt zu machen, andere umzubringen. Leidtragende ist vor allem die Zivilbevölkerung. Allein in den letzten 10 Jahren gab es nach offiziellen Schätzungen 3 bis 5 Millionen Tote. Unzählige Frauen wurden vergewaltigt. Goma, die Hauptstadt des Ostkongo. Das Land ist arm, nur Waffen gibt es im Überfluss. Die Jahrzehnte der Gewalt, die eine ebenso grausame Kolonialzeit abgelöst haben, als das Land Belgisch-Kongo hieß, haben tiefe Spuren hinterlassen. Thomas Elbert interessieren nicht die sozialen und politischen Umstände. Der Kongo ist für ihn ein Untersuchungsfeld, wie es überall auf der Welt zu finden sein könnte. In einem von der norwegischen Kirche finanzierten Zentrum zur Demobilisierung haben er und sein kleines Team die Möglichkeit, Kämpfer aller Parteien zu befragen, die gerade erst ihre Waffe abgegeben haben. Viele waren Kindersoldaten, selbst Opfer, aber auch Täter. Hier erhalten sie eine Ausbildung zum Automechaniker, Schlosser oder Schreiner. Kaum vorstellbar, dass viele extrem grausame Dinge nicht nur erlebt, sondern auch getan haben. Thomas Elbert hat in verschiedenen Kriegsgebieten der Welt mit Opfern von Gewalt gearbeitet, bis ihn die Täter zu interessieren begannen. Zu 95% sind es Männer, im Kongo wie im Rest der Welt. Was macht sie dazu? Okay, so the water pump is broken. Wir sehen in Deutschland natürlich auch eine ganze Palette von Grausamkeiten, aber die sind so selten, dass wir sagen, das ist nicht normal, das ist abnormal. Und dann sind wir schnell dabei, als krankhaft zu definieren. Abnormal ist es mit Sicherheit, aber ist es krankhaft? Das ist die große Frage. Und wir haben in unseren diagnostischen Systemen tatsächlich Krankheitsbilder definiert, wie die Psychopathie oder auch die antisoziale Persönlichkeitsstörung, wo wir sagen, diese Menschen ticken immer richtig, sind seelisch krank. Ja. Denen muss irgendwie geholfen werden. Da stimmt vielleicht was in der Gehirnregulation nicht oder da stimmt auf andere Art und Weise was nicht. Wenn wir aber jetzt sehen, dass in diesen großen Konflikten einfach ein Gutteil, praktisch alle jungen Männer, in diesen Modus kommen können, dann kann man es nicht mehr in dem Sinne sehen, das ist eine Psychopathologie, sondern dann ist es eher eine Form, die der Mensch eigentlich angelegt hat. Wir glauben, dass dieser Modus sozusagen, man kann das Killer-Modus nennen, ja, oder auch ein Jagdrausch, dass jedermann in unterschiedlichem Ausmaß in diesen Modus kommen kann. Now I would like to explore your experience of being a soldier, being a fighter, committing violence. Is defeating the opponent more fun when you see them bleed? Eske kushinda enemy ilikuwa nakufurahisha wakati unaona damu inabavuya. Eh tulikuwa na wakamata tunakamata mamaiti zao tunazizika mshimo tu moyo. Ubie tunazilunguza ubie tunazifunga kwa migomba tunazikata mabuchi. Yes, we were taking them, their corpses, bury them or burn them, or tie them on banana trees and cut their penis. Mm-hmm. So if you would go, if you would not be involved in a combat for a longer time, would you feel something, I need to fight again, I need to go out there and be again a fighter? Mwalimu anauliza kama, tuseme vita, hauendi kwa wakati mingi. Wakati mingi kuko amani, kuko kimya. Esko nasikia hamu
Vita inyanza tena tuanze kumba. Yesu kuna sikia hamu ya vita. Soko na sigara kama ipige masikia kama. Yeah, when you have a gun and you don't use it, you don't feel well. So you're taken completely by the combat, by the fight. Manaki unasikia hamu ya kuendelea muvita. Iko mwele kabisa. Unasikia tu vita siisha, unasifurahi tu ibakie vita. You feel like war should only continue, not end. Would you say it's exciting to make an opponent really suffer, an enemy really suffer? Mwale wasema ye, unasikia unafurahi wakati yenye unaacha enemy kabisa nateseka? Ndiyo mene zipenda, enemy ni mtu wa kukufa. Yes, enemy. Yes. Yes. The enemy is somebody to die. Okay. Die erlittenen Traumata lassen sich inzwischen therapeutisch behandeln, glaubt Thomas Elbert. Aber die Lust an der Gewalt bleibt davon unberührt. Ihre Seele, ihr Körper ist eigentlich noch dort. Sie finden das hier als gar nicht real, weil sie noch zu sehr in diesen Kämpfen stecken. When you think back when you shot at the enemy first and also killed other people, what was the feeling? You remember that? I was feeling at ease. It is true that people died, but I was okay. The first time you managed to kill an enemy, can you describe this specific event? Na unaweza kutufasiria kwa undani kabisa. Evenema ya kwanza wakati uliwaka enemy, mara ya kwanza wewe na wewe enemy. Kwanza ni mungiza kisu. The first enemy I killed, I chopped him with a knife. You chopped him with a knife? Ulimkata kana kisu. Well, that was a huge man. Alikuwa mtu mrefu, na? Mkuu. Old. An old man. Nakamata kisu juu alitonyesha kisa kuua mtu na kisu. Nakamata kisu ya mrefu kukuchoma mikono. We were trained how to kill a person with a long knife. But how could you? Yeah. Sorry. I took it and threw it at him. So did you feel proud? Ulisikia uko fiere ile wakati? Sana. I was very proud. I can see you laughing a little bit. Asa nono nacheka. So when you think back, there's some of the proudness. So nakumbuka unapata kale unasikia tena kale kafiere kale. Kushushinja tulikuwa kwa kwatu itawa kadogo tunaingia mbele. We are the first promotion of children called child soldiers. Katastrophal. Alle Befragungen werden zur Kontrolle zu zweit geführt. Und nach jeder gibt es eine Zwischenanalyse. Wie hier mit dem Teammitglied Tobias Hecker. Ich habe mich schlecht gefühlt oder ich habe mich gut gefühlt? Ich meine, also wenn ich mir vorstelle, ich sitze da in so einem Loch drin und da kommt da so ein Riesenmann und wir sind zwei so Jungs, da habe ich schon Respekt, ja. Da habe ich Angst. Und wenn du da keine Stresshormonveränderung hast und keine Endorphinveränderung hast, dann glaube ich, dann schaffst du es nicht, noch ein Messer so zu werfen, dass du ihn triffst. Also dass du den auch noch triffst und dann gezielt am Hals triffst sozusagen, um möglicherweise dem die Halsschlagader aufzuschlitzen. Also das, ich glaube, da musst du schon ziemlich irgendwie... Ich glaube einfach, dass er da nicht wirklich beschreiben konnte, wie er sich gefühlt hat. Ja. Wenn man das anschaut aus seiner Geschichte heraus, warum er überhaupt zur Armee gegangen ist, dann nicht aus psychopathischen Gründen, sondern der wurde im Laufe dieser Entwicklung zu dem gemacht, wie er dann reagiert hat. Und das war für ihn an der Stelle überlebenswichtig. Wenn er da nur vor Angst in seinem Loch gewesen wäre, hätte ihn der Scout erschossen. Also, und da sagt mir einer, das ist jetzt alles Sozialisation, da ist eine Biologie dahinter, dass man in diesem Moment so reagieren kann. Also das heißt, da muss eine Reaktionsweise auch geben, die sie in dem Moment so gelassen, cool,
bleiben lässt, macht mir auch nichts aus, den umzubringen. Die Biologie dahinter liegt für Elbert in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit begründet. Ein Mann, der Angst hatte, war in Urzeiten kein guter Jäger. Nur wer in einen Jagdrausch kam, hatte Erfolg. Es ist tatsächlich auch so, man kann das nachweisen, dass bestimmte neurochemische Substanzen im Körper, die während einer solchen Entbehrung oder Jagd ausgeschüttet werden, insbesondere beim Mann wieder, das männliche Geschlechtshormon ist eines solches, belohnend wirken. Das fühlen wir uns gut, das macht ein gutes Gefühl. Ja, wo wäre denn der evolutionäre Vorteil, wenn ich als Mann weniger dominant bin, wenn ich versuche, nicht einen höheren Status zu bekommen? Die evolutionäre Entwicklung hat uns dazu gebracht, zum Jäger zu werden. Nur nicht unbedingt zum Jäger auf Menschen. Die Frage ist, welche Hemmung hat die Evolution eingebaut, dass wir nicht andere Menschen umbringen? Und da stellen wir fest, diese Hemmung ist eine, die geht über höhere kognitive Zentren, über das Denken, über die Erziehung, über das Lehren der Moral. Und dann muss ich dem Kind beibringen, wie viel es darf. Und wenn diese Sozialisation fehlt, dann wird der Mensch und der Mann insbesondere zu jemand, der andere tötet. Und es ist nicht nur aus einer Not heraus, aus Verteidigung heraus, es macht ihm auch Spaß. Ich brauche gar keinen Begriff von Lust an der Gewalt, Freude am Töten, um zu erklären, wieso eigentlich die ganze Geschichte hindurch Gewalt ausgeübt wird. Gewalt gebraucht man dann, wenn man von einem anderen etwas haben will, was man ohne Gewalt nicht erreichen kann. That's it. Viel mehr als Erklärungsmodell brauche ich dafür gar nicht. Ich brauche auch keine Evolutionstheorie dafür. Auch der Sozialpsychologe Harald Welzer hat erforscht, wie aus ganz normalen Männern innerhalb kürzester Zeit Massenmörder werden. Sein Gegenstand? Ein bislang wenig beschriebenes Kapitel des Holocaust. Eine polnische Stadt, 1941. Deutsche Polizisten auf dem Weg zu einem Einsatz. Zusammen mit einheimischen Kräften kontrollieren sie die Straßen. Seit April 1941 verstärken Reservebataillone der Ordnungspolizei die deutschen Einsatzgruppen. Hinter der Front sollen sie für Ruhe im Sinne der nationalsozialistischen Besatzer sorgen. Innerhalb von 2 Jahren ermorden diese harmlosen Familienväter, Postbeamten, Handwerker oder Lehrer Hunderttausende polnischer und russischer Juden. Dazu alle, die als politische Gegner gelten. Solche rassistischen totalitären Systeme sprechen natürlich einer bestimmten Gruppe oder mehreren Gruppen von Menschen die Zugehörigkeit zu dem gemeinsamen Universum ab. Sie definieren ein exklusives soziales Universum, in dem Falle die nationalsozialistische Volksgemeinschaft, eine Gruppe von Zugehörigen, dem eine Gruppe von Nicht-Zugehörigen gegenübersteht, die anders behandelt werden können. Allein das Reservebataillon 101, 500 Mann stark, ist gemeinsam mit Sicherheitsdienst und Sicherheitspolizei an der Exekution von mindestens 38.000 Menschen direkt beteiligt. Wir haben den historisch und sozial bedrückenden Befund, dass es keine Massenerschießung in der Geschichte gegeben hat, die daran gescheitert ist, dass es zu wenig Schützen gegeben hat. Wir haben keinen Völkermord, der nicht stattgefunden hat, weil es zu wenig Mörder gegeben hätte. Nun sind aber diese Mörder und die Schützen bei Massenerschießungen und sonst was in der Regel Menschen, die vorher einer ganz normalen Tätigkeit, einem ganz normalen Leben nachgegangen sind und die in dem Sinne nicht schon das ganze Leben darauf gewartet haben, dass mal irgendwann die Gelegenheit kommt. Die haben sich genauso sicher gefühlt in ihrem Gutsein, in ihrem keiner Fliege was zu Leide tun können, in ihrem Gerechtigkeitsgefühl, wie ich auch oder jeder andere auch.
Sie töten Frauen, Kinder, Unbewaffnete. Nicht in der Gaskammer, sondern per Hand. Von Angesicht zu Angesicht. Man hat, wie im Fall des Reservepolizeibataillons 101 aus Hamburg, sehr gut dokumentiert, dass die Situation der Befehlsausgabe so ausgesehen hat, dass den Männern freigestellt wurde, ob sie bei der anstehenden Massenerschießung mitmachen oder nicht. Von diesem Angebot haben sehr wenige Gebrauch gemacht. Also so ein Bataillon umfasst 500 Männer. In dem Fall des Reservepolizeibataillons 101 waren es je nach Quelle 6 bis 11 Personen, die von diesem Angebot nicht mitzuschießen Gebrauch gemacht haben und aus der Gruppe rausgetreten sind. Ein großer Teil der polnischen und russischen Juden wurde auf diese Weise ermordet, noch bevor die Nationalsozialisten ihre Vernichtungsarbeit in den KZs perfektionierten. Wenn ich damit konfrontiert bin, etwas tun zu sollen, was meinen moralischen Vorstellungen nicht entspricht, nämlich andere Menschen umzubringen, ohne dass die mir was getan haben, da muss ich natürlich eine ganze Menge dafür tun, dieser Handlung Sinn beizulegen. Und das kann man am besten illustrieren mit einem Zitat aus den Ermittlungen in Bezug auf dieses Reservepolizeibataillon 101, wo einer, der vernommen wird, sagt, ich habe mich stets bemüht und es war mir möglich, nur Kinder zu töten. Man spürt dann förmlich den Ermittlungsbeamten, wie der zusammenzuckt, als er das hört. Aber dieser Schütze erklärt dann weiter, ich hatte mit meinem Kameraden eine Abmachung getroffen, dass der nur die Mütter tötet, sodass ich mir sagen konnte, dass die Kinder ohnehin nicht mehr überlebensfähig sind ohne die Mütter, sodass ich sie gewissermaßen erlöst habe, wenn ich sie getötet habe. Das heißt, er stattet sich im Töten noch mit einer bestimmten Moralität aus, Erlösung statt töten. Ich kann selber noch ein guter Kerl bleiben. Ich töte nicht einfach so bedenkenlos und gedankenlos und grausam wie die anderen. Wenn das Töten nicht nur erlaubt, sondern auch moralisch legitimiert ist, wird das Böse einfach zum Guten umdefiniert. Schlucht von Babi Dja. Am 29. und 30. September 1941 werden hier 33.000 Juden ermordet. 2 Jahre später spricht Heinrich Himmler vor Generälen der Waffen-SS zur schwierigen Aufgabe der Judenvernichtung. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Das Bedrückende ist, dass diese Etablierung einer Gruppe von Nichtzugehörigen, die entrechtet wurden, die beraubt werden konnten, die schließlich deportiert wurden und am Ende getötet wurden, dass es nur eines Zeitraums von 8 Jahren bedarf, bis eine Mehrheitsbevölkerung das tief verinnerlichte Gefühl hat, mit diesen Menschen kann man auch anders umgehen, als man mit Zugehörigen umgehen kann. Thank you.
wenn man anerkennt, dass das in irgendeiner Weise sinnhaft gewesen ist, subjektiv, was diese Leute getan haben, und dass darin der Grund liegt, wie sie sich entschieden haben, dann hat man selber ein großes Problem, weil man dann die Potenzialität anerkennen muss, dass man selber unter bestimmten Bedingungen vielleicht auch nicht anders handeln würde. Ob wir es wollen oder nicht, das Böse hat nicht nur ein Gesicht. Wenn wir ihm Recht und Raum geben, kann es überall sein. Mit den Fragen, was ist denn das für Böses oder woher kommt das Böse und wer ist der Böse und wie sieht er aus, tun wir immer so, als ob ein Alien gelandet ist. Aber es ist ja kein Alien, sondern es sind ja Menschen wie du und ich. Es sind ja Menschen, die sehen genauso aus und sie haben sehr viel mehr, das sage ich immer wieder, sie haben sehr viel mehr Gemeinsamkeiten mit uns als Trennungsmerkmale. Die Psychologin Susanne Preusker wurde mit dem Bösen konfrontiert. Ich war wo auch immer und dann merkte ich, wie so eine Panikattacke hochkam. Dann kam alles gut. Nun sehen alle ganz normal aus. Und dann sofort dieses Aha, wenn nicht irrst, wenn die gar nicht so normal sind, du hast ja schon mal gehört. Immer wieder, dieses Nichts ist sicher. Nichts ist sicher. Das fand ich sehr, sehr schwer. Auf unserer Homepage können Sie noch mehr über das Böse erfahren. Und gleich landen wir in einem abgeschiedenen Ort im Himalaya, wo die Frauen ganz allein für das Überleben der Dorfbewohner sorgen.